Hallo, mein Name ist Hans Karl. Ich bin Zimmermeister und Ausbilder an der Online-Meisterschule. Ich habe Ihnen hier ein kleines Dachmodell mitgebracht, um Ihnen den Begriff der Schiftung zu erklären. Am Dach haben wir Sparren, die im rechten Winkel zur Traufe laufen. Dann spricht man von einem Normalsparren. Sollten Hölzer in der Dachfläche nicht im rechten Winkel von Traufe zu First laufen, spricht man von der Schiftung. Es gibt zwei Möglichkeiten der Schiftung. Das eine ist, wir stellen die Hölzer senkrecht, haben aber den Nachteil, die müssen oben und unten abgegratet werden, um wieder eine einheitliche Ebene zu bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, die Hölzer in der Fläche zu verlegen. Das heißt, ich trage in der Dachfläche Hölzer schräg an, die dann verkantet liegen, wenn wir uns die Dachfläche von oben anschauen, aber dadurch erspare ich mir das Abgraten. Ich muss nur einen Holzquerschnitt bestellen und kann mir somit einige Maschinenarbeit sparen. Sollte es für Sie jetzt ein einfaches sein, dieses nachzuvollziehen, dann schauen Sie doch mal an der Online-Meisterschule vorbei. Vielleicht können Sie sich vorstellen, die Meisterausbildung auch online zu machen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis bald, auf Wiederhören. So, hallo zusammen. Ich bin der Stefan Fuchs. Ich bin seit über 30 Jahren Spenglermeister, bin seit 10 Jahren in der Ausbildung tätig. Ich darf hier an der Meisterschule als Dozent unterrichten. Davon unterrichte ich die Dachdecker, speziell in dem Blechbereich, Metallbereich, und darf jetzt dann die Spenglermeister auch unterrichten. Die Spengler übernehme ich natürlich den kompletten Part, was Handwerk und was Praxis angeht. Ich würde mich freuen, euch bei der Online-Meisterschule bald zu sehen.